Wanna teach learning while reading. By Dominik Wexenberger. Kapitel 35. Debatte. Text 1. In einer Debatte gibt es immer ein Für und Wider, ein Pro und ein Contra. Jedes Thema hat zwei Seiten. Es gibt Nachteile und es gibt Vorteile. Es ist wichtig, diese gegeneinander abzuwägen. Man muss die Argumente beurteilen, einschätzen und einordnen. Eine Meinung oder eine Ansicht ist kein Naturgesetz. Das bedeutet, dass die Meinungen und Argumente von anderen Personen auch ihre Berechtigung haben. Jeder hat das Recht, eine Meinung oder Ansicht konstruktiv zu kritisieren. Sollte man der Meinung sein, dass diese nicht korrekt oder vollständig ist, muss man dies mit Argumenten darlegen. In einer Debatte sollte auf faire Weise diskutiert werden. Das heißt, dass man sich mit dem Argument der anderen Person auseinandersetzt und nicht mit der Person selbst. In vielen Debatten greift ein Diskussionspartner den anderen Diskussionspartner persönlich an. Das nennt man ad hominem. Das ist natürlich deine Meinung, weil du eine Frau bist, wäre ein Beispiel. Es geht nicht um das Argument der Frau, das heißt, ob es gut oder schlecht ist, sondern es geht um das Geschlecht der Frau. Man sollte aber nur das Argument selbst angreifen und kritisieren und nicht die Person. Theoretisch bringt das Abwägen von Pro und Contra die Diskussionspartner der Wahrheit näher. Text 2. Ich denke, du solltest das Rauchen aufhören. Es ist nicht gut für deine Gesundheit. B. Du hast doch noch nie geraucht. Du weißt gar nicht, wie schwierig das ist. Und ich mag meine Zigaretten. A. Das ist doch kein Argument. Es gibt wissenschaftliche Studien, die beweisen, dass das Rauchen schlecht für deine Gesundheit ist. Es erhöht das Risiko, dass du Krebs bekommst. B. Aber es gibt so viele Menschen, die geraucht haben und trotzdem alt geworden sind. Es ist nur ein Risiko. Ich wohne in der Stadt. Durch die schlechte Luft habe ich auch ein höheres Krebsrisiko. A. Aber du könntest versuchen, dein Risiko zu senken. Schlechte Luft und Zigaretten sind schon zwei Risiken. Lungenkrebs ist kein schöner Tod. Und ich möchte nicht, dass du jung stirbst. Ich möchte noch ein paar Jahre mit dir verbringen. Außerdem denk an das ganze Geld, das du sparen würdest. Du kaufst dir jeden Monat neue Kleidung. Das mache ich nicht. Du gibst dein Geld für Kleidung aus und ich rauche. Beide sind unnötige Kosten. Kauf dann keine Klamotten mehr. Und ich kaufe keine Zigaretten mehr. Jeder gibt sein Geld aus, wie er möchte. A. Das kannst du doch nicht vergleichen. Kleidung ist wichtig. Ich muss gut aussehen, wenn ich in die Arbeit oder in eine Bar gehe. Aber du musst nicht rauchen, wenn du in eine Bar gehst. B. Und du brauchst nicht jede Woche neue Kleidung für die Arbeit oder um in eine Bar zu gehen. Ich glaube, dass wir jetzt mit dieser Diskussion aufhören. Das bringt nichts. A. Du hast recht. Wenigstens in diesem Punkt haben wir die gleiche Meinung. Text 3. Ich möchte ein neues Auto kaufen. Ich habe auch ein schönes Modell gefunden. Welche sind die Vorteile und welche sind die Nachteile? Ich möchte das Pro
und das Kontra für dieses Modell abwägen. Das sind die Vorteile. Das Auto ist in meiner Lieblingsfarbe. Es hat vier Türen. Es ist sehr groß und bietet viel Platz. Viel Platz ist wichtig, wenn ich etwas transportieren muss. Außerdem fährt es sehr schnell und beschleunigt von 0 auf 100 in 8 Sekunden. Es hat eine Klimaanlage und es hat ein Autoradio mit integriertem CD-Player. Weiterhin hat es ein Navigationssystem. Das ist super, wenn ich in einer Stadt oder einer Region bin, wo ich mich nicht auskenne. Außerdem ist es sehr leise. Der Motor macht nicht viel Lärm. Ich mag laute Autos nicht. Das ist auf jeden Fall ein Argument. Das sind die Nachteile. Ich wohne in der Stadt und es gibt wenig Platz. Ein großes Auto bedeutet Schwierigkeiten beim Parken. Ich finde mit meinem kleinen Auto nie einen Parkplatz. Mit einem großen Auto wird das noch schwieriger. Ein großes Auto ist schwer. Deshalb braucht es mehr Benzin als ein kleines Auto. Das sind zusätzliche Kosten. Außerdem kostet es mehr Versicherung. Nun muss ich das für und wider gegeneinander abwägen. Welches Argument ist mir wichtiger? Ich muss die Argumente in Ruhe einschätzen, bewerten und dann eine Entscheidung treffen. Ich werde auf einer Liste die Vorteile und die Nachteile notieren und dann entscheide ich mich.